jede Woche hat sie uns gemacht. Die eine ist so hübsch, die andere ist so klug. Immer das ey, was soll ich denn machen? Dann denke ich mir auf einmal bei der einen ja, bei der anderen denke ich mir dann wieder, oh nein, du musst dich entscheiden, Junge. Okay, Arnold, ich würde gerne was ein bisschen aus meinem Leben erzählen. Das Ganze funktioniert nur, wenn ich genug Lautstärke auf dem Monitor habe. Gut, danke. Ich glaube, das geht. Ja, an dieser Stelle würde ich ganz gerne erst einmal vielleicht allen Beteiligten hier bei dieser Super-Show danken. Angefangen bei allen Künstlern und Stars von jung bis alt. Einen riesengroßen Applaus. Die Leute an der Technik und die Männer hinter der Bühne. Und vielleicht nochmal am Ende dem Gründer dieses ganzen Projekts, Peter Schraus. Okay, ich glaube, ihr seid soweit. Vielleicht erzähle ich euch jetzt ein bisschen was über meine Geschichte. Okay, Arendt. Es ist 1996, meine Freundin ist weg und bräunt sich in der Südsee. Allein? Ja, mein Budget war klein. Herein, willkommen im Verein, ich wette. Heute machen wir erneut fette Beute, treffen Leute, Bräute und lauter nette Leute, warum dauert Trauer? Wow, schau mir diese Frau an! Schau mir das Wissen, Stunde. Ich kauf dann längst aus, was soll ich denn heulen, ihr wisst, dass ich meiner Freundin treu bin. Ich bin brav, aber ich darf eben mein First Love. Ich dachte nur im Schlaf, doch auf die Leiche nicht mehr scharf. Schau mir mit an den Film durchs Zimmer warf. Ey, oh mein Gott, mein Mann ist so ein Zimmer. Wobei, ich bin die Dumme, das wird jetzt nicht die Dumme. Wenn ich die Stunden blicke, schick sie, sieh die rum in die gekickt. Meinte, checkt sie das? Du bist so schaubar wie Plexi. Ja, du, sie kommt auf dich zu. Na klar, hast du Bock auf Schönereien? Ja klar, nein, ich mein, jein. Soll ich's wirklich machen oder lass ich's lieber sein? Ich habe einen Freund, ein guter Mann, sozusagen mein Bester, und ich habe ein Problem, ich stehe auf seine Freundin, nicht auf seine Schwester. Würde ich auf die Schwester stehen, hätte ich nicht das Problem, das wir haben, denn er und sie und ich und sie, kommt sie in den Raum, wird mir schwindelig. Sag, ich will nichts von mir, das schwindelig, ich will sie, sie will mich, das weiß sie, das weiß ich. Nur mein bester Freund, der weiß es nicht, und somit sind sie sozusagen in der Zwickmühle. Und das ist auch der Grund, warum ich mich vom Schicksal gekickt fühle. Aber ey, ich schwimme zu Frau, mit dem schönen Körperbau. Genau, es steigen an die Tränen in die Augen, wenn man sieht, was mit mir passiert und was mit mir geschieht. Erst erscheinen Engelchen und Teufelchen auf meiner Schulter. Engel links vom Recht. Rechts nimmt die Frau, sie will es doch auch. Er kann sie mir erklären, wozu man gute Freunde braucht. Halt, bewill dich linken, schreit der Engel von der Linken. Weißt du nicht, dass sowas scheiße ist und Lügner stinken? Oh, und so streiten sich die beiden um mein Gewissen. Und ob es glaubt oder nicht, mir geht es echt beschissen. Und während sich der Teufel und der Engel einen anschreien, entscheide ich mich für ja, nein, ich meine ja. Soll ich's wirklich machen oder lass es lieber sein? Ich schätze, jetzt bin ich der Solist in unserem Knabenchor. Herr Pape, was haben Sie heute Abend vor? Ich mache immer noch meine Strophe fertig, pack meine 7 Sachen und dann werde ich mich zu meiner Freundin begeben. Denn wenn man ehrlich gesteht, sind solche netten, ruhigen Abend naja, spärlich gesehen. Ach, und dann bist du eingeladen, ey, auf das Beste, auf das Beste, auf den Sitz, ist eingeladen. Und wenn du nicht mitkommst, dann hast du echt was verpasst. Und wenn Wunder, es wird fast die Party des Jahrhunderts. Das hätte ich eigentlich schon. Oh. Jetzt das Telefon. Und sie sagt, es wäre schön, wenn du bei mir bleibst heute Nacht. Ich sag, das wäre abgemacht. Wisst ihr, ich liebe diese Frau. Und deswegen komm ich von der Taufe in den Regen. Ja, was ist denn los, Papa? Kommst du mit, du Kollegen Schwein? Ja, nein, ich meine, jein. Soll ich's wirklich machen oder lass es lieber sein? Ja. Soll ich's wirklich oder lass es
soll ich's wirklich? Soll ich's wirklich? Soll ich's wirklich?